Es geht weiter auf der RTG. Das Bundesliga-Trotz ist doch nicht für uns zu Ende. Wir wollen Gas geben. Abwart ist angesagt. Lasst gerne einen Daumen nach oben. Da gerne ein kostenloses Abonnement. Abwart, let's go. Rein da. Wir sind zurück auf der RTG und da müssen wir direkt mal hier was ändern. 53 Team of the Season, 7 Moments. Wir wollen mehr ziehen. Und ich muss euch eins sagen, die Anpassung, ihr seht es schon, von unserer Team of the Season Liste, perfekt, von unserer UV-Liste, hat echt was gebracht. Wir haben jetzt innerhalb von einem Tag 17 Verkäufe gehabt und die waren richtig, richtig gut. Leider Gottes muss man eins sagen, Schobuslei ist halt durch das Doppel-Upgrade, was er jetzt bekommen hat, gut nach oben gegangen. Allerdings, ich habe gerade einen für 80k gesniped, der liegt bei 95. Also den können wir halt echt gut reinbringen. Gerade wenn ich ein bisschen Zeit habe, versuche ich die Karten auch immer wieder zu ersnipen. Ich habe die ganze Sache noch schon nachgekauft. 1,275 Millionen stehen mittlerweile auf der Uhr. Es kann auch sein, dass es mit dem Shop-Pack immer ein bisschen länger dauert. Liegt einfach daran, dass ich eine Liste auch immer wieder erweitern möchte. Und sozusagen sie auch ab und zu mal ein bisschen teurer wird, damit wir da eben richtig angreifen können, immer mehr 100 Karten drauf haben, beziehungsweise die 100k kosten, und dann können wir halt richtig reinscherbeln. Ja, also so, je teurer die Liste ist, das dürft ihr euch immer vorstellen, je teurer die Liste, desto mehr Aufschläge könnt ihr machen und desto mehr Gewinn geht natürlich dabei auch raus. Das ist halt wirklich, wirklich cool. Die Frage ist halt am Ende, lohnt sich's, weil Preise können natürlich auch gut nach unten gehen, beziehungsweise so in den Keller fallen, dass wir halt dann wieder mit den verschiedensten Karten ein bisschen Verlust machen. Allerdings, ich bin ehrlich, aktuell bin ich sehr zufrieden. Hoffen wir mal, dass die Karten auch gut so weggehen. Ich baller gerade aktuell, ihr seht es gerade auch, die Karten auf dem Markt, mit ein bisschen vielleicht auch zu viel Aufpreis. Das darf man halt auch nicht vergessen. Je teurer der Aufpreis ist, desto mehr gehen halt auch, oder desto weniger gehen Karten halt auch weg. Der ist mittlerweile bei 110k. Deswegen würde ich den gerne mal so draufstellen, dass wir halt direkt mal 50k gewinnen. Also sage ich natürlich nicht nein. Ich habe einen neuen Spieler mit draufgenommen, und zwar Walker Peters. Als ihr es seht, ich werde auch immer jetzt den Großen zum Beispiel nicht mitnehmen. Und den zum Beispiel sage ich dann, lass dich weg von der Liste, hol dann zum Beispiel den nächsten Team of the Season. Das gleiche wird natürlich noch passieren mit dem guten alten Pepe, den ich noch draufstellen werde oder den ich noch kaufen werde, sobald halt irgendeine Karte weggeht, die ich gerade aktuell eh nicht mehr so im Hype sehe, beziehungsweise nicht so sehe, dass sie halt öfters mal verkauft wird. Wir müssen auf jeden Fall die Zelem noch draufstellen und zwei andere Karten oder eine andere Karte. Und dann geht es direkt rein in den Recraft, denn wir haben einiges zu tun. Hero Pick ist rausbekommen. Da muss ich allerdings sagen, ich bin mir unsicher, ob ich den wirklich machen werde. Wir haben einen 7x83 Plus Pack und Co. Und vor allen Dingen, was ganz, ganz wichtig ist, wir haben natürlich auch noch, keine Frage, die 2x86 Plus Packs. Aber dafür müssen wir halt Packs ziehen, dafür müssen wir grinden, ne? Weil sonst werden wir das Ganze einfach nicht schaffen. Es ist super, super schwierig, sonst an das jeweilige Futter ranzukommen. Aber das kriegt man, denke ich mal, schon hin. Genauso wie Team of the Weeks. Da bin ich ganz froh, dass wir die aktuell nicht brauchen. Wir müssen anfangen, vor allen Dingen eigentlich auch mit dem Alvarez. Der läuft nur noch 4 Tage. Da müssen wir mal schauen. Wir haben einen 86er Rated Team. 90er, das ist schon übel. Also was wir hier abgeben müssen, das ist schon nicht ohne. Aber eigentlich will ich den Alvarez schon mitnehmen. Simakar hätten wir noch. Palazzo ist ja jetzt auch rausgekommen. EFL Nachwuchsstar der Saison und Nakata. Wir haben immer noch einiges zu tun. Und ich glaube, wir starten echt erstmal rein auf ganz entspannten Hasen mit dem guten alten 88er Team. Damit wir da zumindest schon mal bei ihm ganz gut nach vorne gehen können. Da packen wir erstmal die 84er noch rein, die Duplikate sind. Und dann füllen wir den Rest auf. Das haben wir getan. Bernardo Silva geht weg. Courtois und natürlich unsere Vigo Stöthiel. Genauso wie die 284er. Damit haben wir keine Duplikate mehr. Das ist schon mal big. Heißt, erste SBC ist fertig. Ich ziehe erstmal die Bronze- und Silberpacks runter. Fabinho hätte ich da abgeben müssen. Ja, okay, den können wir auch abstoßen. Ne? Und dann heißt es grinden. Wir haben ja ganz, ganz, ganz viele große Packs. Die können wir jetzt auch endlich ziehen. Weil Cristiano Ronaldo ist endlich in den Packs. Genauso wie in Fred und Co. Aber natürlich, wenn der Cristiano Ronaldo drin ist, dann müssen wir natürlich auch aufs Maximum gehen. Wir wollen hier reingehen ohne Ende, damit wir den auch ziehen. Beziehungsweise wollen wir auch PvP-Karten ziehen. Wir müssen einige Tots-Karten noch nachholen. Also ist jede Menge zu tun. Und deswegen, ich ziehe alles weg und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir haben die ganzen kleinen Packs weggezogen. Ich hatte übrigens aus dem 2x81 Plus Pack Haaland und Patrick Guyaro drin. Das war ein übelst krasses Pack. Ich habe aber komplett abgeschaltet mit allem. Jetzt gehen wir aber endlich rein mit dem nächsten Team of the Season. Es wird der Doppel-Walkout. Die 2x86 Plus Packs müssen natürlich verzogen werden. Und wir starten direkt mal rein mit einer Karte, die echt nicht so viel wert ist. Ich glaube, knapp 18, 19k, wenn überhaupt. Pavlovic ist rausgekommen. Aber zumindest einer für die Sammlung. Sandra Panios geben wir direkt ab in die nächste SBC.
Weiter geht's mit dem 86er-Team von Alvarez. Die müssen halt relativ schnell durchbekommen. Wir haben noch ein 90er-Team. Das wird so übel. Wir werden halt wohl oder übel wahrscheinlich auch immer wieder die Tots-Karten abgeben, die wir sowieso nicht brauchen. Weil wenn wir sie nicht spielen, warum sollen wir sie dann auch halten? Machen wir weiter mit dem nächsten 2x86+. Bei mir auf dem Main-Account übrigens hatte ich aus den 3 Stück keinen einzigen Team of the Season. Deswegen bin ich ja mit dem Pavlovic ja schon mal mehr als so zufrieden. Auch wenn das hier gerade Worst Case war mit 2 86ern. Wir denken positiv, Jungs. 2. Tots, Alter, das sind ja geisteskranke Sachen, ne? Ich will erst mal gucken, wer es ist. Das ist Toni Kroos. Bitte Sancho. Gib mir Sancho als Moments. Bitte gib mir Sancho. Come on. Gib mir den Sancho. Nummer 8 steht bereit. Es ist nicht Sancho, aber Pepe. 91er Rating sogar. Kostet, glaube ich, knapp 50k. Ist okay. Kommt auf jeden Fall auch noch auf meine UV-Liste. Aber Mann, ich wollte Sancho. Noch die 7x84+-Packs ein bisschen übrig. Ich glaube, hier werden wir aber nicht sonderlich viel rausholen können. Donnarumma, vielleicht der Doppel-Walkout. Sehr gut, wichtig. Gerade was das angeht, ganz, ganz wichtig. Plus der gute alte Griezmann mit einem 88er-Rating. Alles wichtig für SBCs. Und der gute alte Trent, Szczęsny, ist auch noch mit dabei. Das 85er-Team von Simakor wird natürlich auch eingepackt. Wir müssen halt echt überlegen, wie gehen wir vor gerade, weil 82er, 83er und Co. haben wir aktuell nicht viel im Verein. Deswegen können wir auch die 2x86+-Packs damit auch nicht grinden. Ne? Das müssen wir dann halt wirklich machen mit den 51+-Upgrades und. Das wird alles nach und nach passieren. Ist das eine Icon gewesen? Ich wollte schon sagen, ich wurde wieder verarscht. Es war natürlich eine Silberkarte. Schauen wir mal, was im einzigen Tradable 50k-Set noch vorhanden ist. Da sieht es nicht gut aus. Oh, schade, schade, schade. Berger, Romagnoli, Neves als Duplikat. Den können wir hochpacken, den Rest stoßen wir ab. Das sind die letzten 30 Packs, die wir noch angespart haben. Das sind natürlich noch ein paar coole Karten dabei oder Packs dabei. Gerade was 50 und 100k-Packs angeht. Die sind leider Gottes nicht so gut. Aber ihr seht es schon, ein paar dicke, dicke Packs haben wir noch. Und da wollen wir auch direkt mal reinstarten. Ne? Nämlich mit dem ersten 7x85+-Pack. Doppel-Walkout ist für mich persönlich hier ganz, ganz wichtig. Das kriegt man auch mit dem guten alten Oblak. Und es wird noch ein Tots Nr. 55 werden. Ne? 2 Tots hätte ich natürlich mehr gefühlt. Bin ich ehrlich zu euch, gar keine Frage. Und das ist irgendein Spieler, den ich nicht kenne. Und das ist der 91 geratete Davis mit 99 Tempo. Leider der falsche Davis. Sind wir ehrlich, leider ist es der falsche. Aber kein Duplikat. Wichtig. Schauen wir mal, was die 4x87+-Packs uns gönnen. Davon haben wir nämlich jetzt noch 3 Stück. Wir haben, glaube ich, 1 geöffnet gehabt zum Premier League. Das war wirklich, wirklich sauber. Gucken wir mal, wie es wird. Oh, BVB, Jungs. Das ist Malen. Und das wird safe ein Doppel-Walkout werden. Es wird ein Doppeltotz. BVB-Doppeltotz? Nein, das nicht, aber da. Ah, let's go. Richtig schönes Pack. So muss das sein. Genau das, was ich brauche. Malen ist am Start. Dabei muss man aber auch sagen, der kriegt der 85er Malen. Kann jetzt irgendwie eine Evo gepackt werden. Das sieht gefühlt besser aus als der Tots. Aber BVB-Tots Numero Uno haben wir. Das ist richtig und wichtig. Und dann machen wir direkt weiter, Jungs. Ich habe Bock, zum Bundesliga-Tots was zu ziehen. Gerade weil Marco Reus halt kommen muss. Den will ich unbedingt hier als First-Owner ziehen. Aber dass du halt hier untergehst mit 4 Goldkarten, ne? Ganz schwieriges Ding. Paul Torres, den wir damals in die Evo gesteckt haben und abgegradet haben, können wir natürlich jetzt auch beim 89er-Team vom guten alten Alvarez abgeben. Heißt, auch hier fehlt nur das 90er-Team, was hundertprozentig nicht einfach wird. Das ist halt echt eine schwere Kost, die zu irgendwie abzuschließen. Ne? Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich will jetzt bitte nicht nochmal ein 4x87er ohne Tots haben. Sehr gut, genau das brauche ich. Brasilien, ZDM, Casemiro. Jetzt der Sancho, Jungs. Und ich bin zufrieden, weil es ist der Moment. Gib mir den Sancho. Er gibt mir nicht den Sancho. Er gibt mir die Krummbiege. Ich bin gebrochen. Das war unsere beste Chance, glaube ich, einen Sancho und Co. zu ziehen. Ein Ödegaard ist als Duplikat dabei. Die Marcon ist fertig. Die erste Bundesliga-Team of the Season-Karte, die wir mitnehmen werden, würde ganz gut zu unserem Tar passen. Den können wir natürlich auch spielen. Mal schauen, wie weit wir dahingehend kommen. Aber ich sage euch so, wie es ist. Die Marcon vom Preis her echt top. Ein 7x85+-Pack haben wir noch. Auch hier wird es ein Team of the Season werden. England, Linksverteidiger, das ist Davis. Wenn das ein Doppel-Walkout ist, ist es ein Doppeltotz. Heißt, mindestens auf 59 gehen wir. Roms ist mit dabei. Hä, hey, das passt doch eigentlich gar nicht, oder? Von der Bewertung her. Hä, der 91er wurde als erstes angezeigt, dann kommt erst die 90er-Karte. Komisch, aber hey, wir gehen auf 59, ich bin zufrieden. Selim, Fromms, Davis, unser gezogener Haaland, Harry Kane und Co. Wir machen Alvarez direkt mal fertig. Wir haben halt nur noch 4 Tage Zeit und dann bin ich froh, dass wir ihn überhaupt durchhaben.
Wichtig und richtig, ihr kennt das ganze Prinzip, der passt auch in die neue Evo rein. Mal schauen, ob wir den mitnehmen werden, ne? Aber Alvarez, abgeschlossene, unser Grind, jeden TOTS und jede SBC, TOTS SBC mitzunehmen, steht weiterhin und ist bis jetzt positiv. Bei 10x85 Plus Packs haben wir noch. Ich sage euch, wie es ist, ich möchte heute gefühlt endlich durch sein mit allem drum und dran. Und wir ziehen nicht mal einen Doppeltotz in dem Pack. Gib mir den Sancho. Gib mir den Sancho und ich bin der zufriedenste Mensch aller Zeiten. Und keine Krummbiegel oder sonstiges. Ich kann das nicht mehr, Jungs. Es wird Dunst, ja. Dieses Pack hat auch absolut keinen Dunst. Ich sag euch, wie es ist. Junge, Junge, Junge. Ist das ein hartes Pflaster. Ach du Heilige. EA, enttäuscht mich jetzt nicht. Ich hab nicht mehr so... Das ist das beste Pack, was wir jetzt noch haben, Jungs. Enttäuscht mich nicht. Ja, Van Dijk. Auf Van Dijk ist doch kein Tots mehr. Wieder nur eine Tots-Karte. Und dann ist das Pavlovic. Lass mich nicht komplett eskalieren. Es ist nachts 3.44 Uhr. Wollt ihr mich komplett verarschen, EA? Was ist das für ein unfassbar Scheiß-Pack? Warum spare ich mir diese ganzen Packs an, wenn die nur so beschissen sind, Junge? Ja, gefühlt packe ich dieses komplette Drecks-Pack in die 87er SPC von Sané. Ich bin gerade richtig gebrochen, ne? Ohne Mist. Ich habe die ganzen Packs aufgespart fürs Bundesliga-Tots, um geile Karten zu ziehen. Und ich ziehe die größte Scheiße. Also wirklich aus dem 10x85 Plus-Pack diesen Pavlovic da rauszuholen, nimm's mir nicht übel. Das geht gar nicht. Übrig bleiben uns jetzt noch die 7x84 Plus-Packs. Davon wurde man ja schon öfters mal gebrochen, ne? Also wir müssen jetzt echt gucken, ne? Ab jetzt sozusagen ist so ein bisschen der Zeitpunkt gekommen, wo wir halt wirklich, wirklich richtig reingriden werden in Upgrade-Packs und Co. Wir haben unsere ganzen ersparten Packs eben sozusagen jetzt aufgespart. Die jetzt gezogen, aber rauskam leider Gottes doch nicht so geiles. Bin echt sauer, Jungs. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Und das dritte 7x84 Plus-Pack, auch das ist leider Gottes nicht gut. Überhaupt nicht. Das nächste 86er-Team geht von der Leine und zwar ist das das von Palacios. Ich glaube, ich bin ehrlich, ich glaube, Chloe Kelly werden wir nicht schaffen. Ich glaube, das wird zu hart werden. Also da müssen wir echt Packlack haben in unserem Bundesliga garantiert eine Tots-Pack, was es da im Shop gibt, weil das werden wir ja auch früher oder später noch diese Woche ziehen. Sonst wird es echt hart. Ich glaube, die zu ercraften, gerade die 90er, 91er-Teams, das ist zu krass. Nur noch drei von diesen. Und endlich wird's mal wieder blau. Belgien, Stürmer, schade. Es wird der gute alte Vertonghen werden. Doppeltotz. Ich habe nichts gesagt, wir gehen mindestens auf 62 hoch. Die Packs können ja doch was gönnen, Chat. Es ist ja der Wahnsinn. Wird das jetzt ein höheres Rating werden oder niedriger? Ui, Xhaka. Supergeil. Ich weiß gar nicht, was der aktuell kostet. Aber der mit Tar Palacios? Ich denke, das geht völlig in Ordnung. 150k. Ey, Jungs, ich bin absolut zufrieden. Jetzt noch Moment Sancho dahinter. Leider nicht, aber ey, die Packs können ja doch mal gönnen. Das ist ja der Wahnsinn. Liebe geht da raus, wirklich. Vielen Dank. Und da können wir nämlich noch die letzten beiden öffnen. Mal schauen, wird es wieder blau? Diesmal eher nicht Schottland. Entweder Little oder Robertson. Vielleicht der Doppelwalkout nochmal. Nee. Das letzte von denen hier ist jetzt nochmal am Start. Hier kommt leider Gottes nichts weiter raus. Wir skippen durch. Jetzt heißt es, ich muss mal gucken, ob wir, wenigstens 89er, ob wir es noch schaffen, irgendwie die 2x86 Plus Packs fertig zu bekommen. Zwei haben wir nochmal hinbekommen. Come on, EA. Können bitte wenigstens noch eine blaue Karte. Ich will doch nur Marco, Jungs. Nur Marco. 88er Team von Leroy Sané geht natürlich auch nochmal weg. Das heißt, noch ein Pack bleibt uns übrig und dann müssen wir erstmal grinden. Dann nehme ich euch natürlich auch mit, gar keine Frage. Aber aktuell, ich muss jetzt mal ein bisschen auf die Uhr schauen, ich muss jetzt langsam mal ins Bett. Wir haben auf jeden Fall schon wieder einen UV-Verkauf, habe ich gerade gesehen. Also einer ging zumindest schon wieder über die Ladentheke. 2x86 plus, wieder kein Tots, perfekt. Das bedeutet, Grind beginnt. Der Road to Reus bleibt uns leider nicht verwehrt, oder? Haben wir was abgestoßen? Wir haben doch noch keinen Verkauf. Ich weiß es nicht, Chat. Bis gleich. Okay, wir sind gerade dabei, Gas zu geben. Und zwar mit Recraften und. Deswegen habe ich einfach die Aufnahme laufen und nehme euch direkt mal mit dem nächsten Team of the Season Moments, den wir hier ziehen. Und zwar der 91er Tapsoba. Ist auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Start. Ich habe gerade noch die aufgesparten Packs alle gezogen. Und da nimmt man den natürlich aus dem 2x81 Plus Pack Easy Try mit. Also für mich heißt es halt wirklich Gas geben, ohne Ende, viel Recraften, damit wir hier so viele Tots wie möglich ziehen. Ob uns das Ganze gelingt, ist nochmal die andere Sache.
Aber im zweiten kommt leider Gottes nichts. Das ist mal, Jungs, das ist mal ein erster 80-plus-Pair-Pick, der sich auf jeden Fall sehen lässt. 91er De Bruyne nehmen wir definitiv mit. Sehr, sehr nice. Ich werde übrigens auch die 100k-Sets, 50k-Sets alle wegziehen, weil die Duplikate packen wir einfach in die Liga-Upgrades rein. Also ihr merkt, der Grind wird definitiv hier Volllast geben, weil ich will viele Tots ziehen. Und jetzt brauche ich nicht die Torhüterin von Wolfsburg. Aber zumindest ist es der nächste Team of the Season, der uns hier erwartet. 90er Rating. Die Frage ist, packen wir es in eine SBC oder lieber in ein 51er Pack? Denn, nur mal schauen, wie uns das Ganze gelingt. Wir haben die nämlich eh schon im Verein. Okay, das ist jetzt ganz komisch. Wir ziehen halt einfach einen Team of the Season aus dem X9er Pack und zwar Dunst. Okay, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Das geht gerade hier auch echt Schlag auf Schlag. Ich habe nicht mal gefühlt 10 Minuten aufgenommen. Und wir ziehen einfach aus dem 85-Plus-Pack und wir haben den 85er Tauschvergänge-Pack gemacht, ziehen wir die nächste Team of the Season-Karte. Mega nice. Als nächstes werden wir auf jeden Fall das 89er Team von Palacios fertig machen. Das kriegt man mit Dunst und Krummbiegel hin, plus ein paar Sachen, die wir noch rumliegen hatten. Also auch da geht es weiter voran. Gehen wir mal rein in den 50k-Packs und Co. Mal schauen, was da so drin ist. Ich werde alle Duplikate in die Bundesliga-Upgrades diesmal packen, weil die will ich auch unbedingt nochmal testen. Wie gut sind sie denn wirklich? 50k-Pack Nummer 2. Mal schauen, ob wir ein bisschen Glück haben und hier den einen oder anderen Walkout noch rauspicken können. Denn sonst wird es ein bisschen eklig werden. Da müssen wir wirklich rein in den Recraft, aber so richtig. 50k-Set Nummer 3. Und das könnte Osimhen werden, würde aber in der Dots hier mit einem 84er Rating ist das leider auch nicht so überragend. Wir können aber direkt weitermachen, denn ein Duplikat gibt es im aktuellen 50k-Set leider nicht. Also besser gesagt nicht. Und damit können wir auch Pack Nummer 4 aufmachen. Komm schon, EA. Aber selbst die, ich meine, das sind jetzt in mehrere Wochen aufgesparte Packs durch irgendwelche Sachen wie Weekend League Rewards und Co. Aber ja, 400k-Packs sind es noch. Am Ende kackt die Ende, oder? War das nicht so ein Sprichwort? Ich glaube doch, oder? Schauen wir mal rein, was drin ist. Benzema wäre big gewesen. Es wird ein Kunku kein Doppel-Walkout. Schade, schade, schade. Aber zumindest kriegt man halt hier immer mal wieder richtig, richtig viele Spieler rein, die wir halt wirklich übermäßig wichtigerweise brauchen. iPhone 4, wo ist Blau Nummer 1 aus den Packs? Da sieht man mal, wie beschissen die mittlerweile geworden sind. Das ist halt wirklich krass. Früher gab es wirklich 50 und 100k-Packs. Da warst du wirklich... Das war das Heftigste, was es jemals gab. Aber ohne Spaß, mittlerweile ist es halt gar nichts mehr. So. Pack Nummer 3, das vorletzte von den richtig großen Angesparten, um weiterhin Bundesliga-Packs und Co. craften zu können. Aber auch hier sieht es nicht gut aus. Letztes 100er und dann sind wir auch durch. Das bedeutet, ab dann geht es wirklich nur noch in den Recraft. Wir haben fast nichts mehr aufgespartes. Also wir haben einiges jetzt vor uns und ich denke, das könnte ganz cool werden. Ich habe nochmal die 2x26-Plus-Packs vorbereitet, in der Hoffnung, dass wir da vielleicht doch noch was Blaues sehen. Wenn wir hier ein Duplikat haben, wie zum Beispiel Erling Haaland, aber den haben wir, glaube ich, schon abgegeben. Oh, krasses Pack. Dann würde ich die einfach in die Tauschvorgänge stecken und erstmal die SPCs ein bisschen sein lassen. Denn unser Ziel ist halt Marco Reus. Das ist Prio Numero Uno. Und dafür müssen wir halt wirklich alles, alles geben. Ich sage euch, wie es ist. Wieder nichts Blaues im Pack Nummer 2 mit Ødegaard und Dybala. Und im dritten Pack werden wir bekommen. Komm schon hier, gönne. Ey, die Packs sind so beschissen. Das ist unfassbar. Pack Rate zum Tots. Wirklich ein hartes Ding. Dann schauen wir mal, wie gut sind die Bundesliga-Upgrades. Davon haben wir natürlich jetzt durch die ganzen 50er und 100er einiges gemacht. Hier ist natürlich die Hoffnung groß. Ich meine, so viele Walkouts können wir gar nicht ziehen. Wir haben, glaube ich, nur 3 Gold-Walkouts aus der Bundesliga. Der Rest ist halt einfach Team of the Seasons. Also wenn es knallt, dann hoffentlich richtig. Pack Nummer Uno wird Orban oder Gulaschi werden. Ich bin echt gespannt, wie viel das sind, ne? Beziehungsweise was wir hier ausgeben müsste. Bin auch echt am überlegen, ob ich persönlich sage, hey, wir investieren nochmal ein paar Münzen da rein oder was auch immer. Aber dann könnte man halt kein großes Pack mehr öffnen, aber ob da wieder was Gutes drin ist bei den Shop-Packs, ist auch wieder die andere Sache. Es ist so ein Hin und Her, so eine Überlegung, was machst du nun? Das ist halt echt nicht einfach. Ich werde auf jeden Fall versuchen, immer zu recraften in Picks, Packs und, was so geht. Mal schauen, was rauskommt. Pack Nummer 3, erster Team of the Season. Bitte, bitte, bitte. Nein! Weiter nur Musiala oder Wirtz, es wäre so gut gewesen. Es wird die 92 geratete Kowalski vom SGS Essen. Ach man, aber okay, nach dem dritten Pack, glaube ich,
Der erste Team of the Season ist aber eine gute Quote. Und Ruben Dias kommt direkt in den gerecrafteten 81 Plus Pack. Das heißt auch da wieder 51er gratis. Back to back. Wieder Team of the Season. Oder. Krummbiegel. Oh mein Gott, ich habe gerade so lange überlegt. Oh Mann, ey. Ja, okay, 91er geht klar, haben wir auch noch nicht im Verein. Ist okay. Und wenn das so weitergeht, mache ich nur noch die Bundesliga-Upgrades. Ich sag, wie es ist, klar, dass wir jetzt immer keine haben und wieder Orban oder Gulaschi vorbeikommt, ist okay. Aber zwei Tots ist schon mal echt eine gute Ausbeute. Ohne Spaß. So, Männer, ich bin wieder mal absolut im Loch. Das ist, glaube ich, ist das jetzt die dritte Woche hintereinander, wo ich 13 Siege geholt habe? Ich glaube, ja. Also, ich weiß nicht, was los ist, ohne Mist. Es ist immer, oh, ich habe heute im Stream ein bisschen gespielt. Da waren wirklich zwei Niederlagen dabei, die hätten absolut nicht sein müssen. Gerade eben stand ich richtig, richtig gut. Da habe ich drei Niederlagen hintereinander reingedrückt bekommen. Also, ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Also, irgendwie ist die Totszeit nicht meins. Ich bin ehrlich mit euch. Nichtsdestotrotz, im Endeffekt, schlimm ist es für mich persönlich nicht wirklich. Liegt einfach daran, dass wir hier gerade bei den Bundesliga-Picks unfassbar viele Karten haben. Gerade was BVB angeht. Ich bin ja ein riesen BVB-Fan. Ich würde hier natürlich, oder ich würde nicht unbedingt sagen, ich nehme definitiv die BVB-Karten mit. Aber es sind halt immer eine Option. Das ist schon mal Nummer 1. Punkt Nummer 2, auf dem Main-Account können wir natürlich gar keine Rewards ziehen, weil ich habe ja gefühlt keinen Account mehr. 1500 Spielstunden sind ja gefühlt weg. Aber wir gehen rein. Jungs, wir machen das Ganze auf ganz entspannten Hasen, ne? Mit R3. Habe ich am meisten Bock statt Stat Reveal. Ich glaube, sonst würde das Video einfach auch zu lange gehen. Starten wir mal rein mit Pick Nummer 1. 13 Siege. Grüße gehen raus. Wir fangen an mit Nummer 1. Und das wird Gregor Kobel werden. Klar, 94er. Der kommt gefühlt immer genauso wie Sancho, Adeyemi und Co. Sancho würde ich übrigens sehr, sehr fühlen. Nummer 2. Tabsoba, den wir schon gezogen haben. Und auf der 3 ist Adeyemi, okay, erster Pick, Vollbruch, Jungs. Also, hey, da gib mir wenigstens Marco Reus. Wirklich, gib mir Marco Reus oder sowas. Aber Kobel packt man zumindest schon mal ein. Und Pick Nummer 2 wird, wir gucken nicht hin, ich guck weg. Abfahrt ist angesagt, wir drücken R3. Donny Malen, da haben wir doch den nächsten. Da muss ich allerdings sagen, ich habe ja schon den anderen Donny Malen, den 89ern Rot. Der ist gefühlt genauso stark und hat 5 Sterne Skills oder, und glaube auch 5 Sterne Weakfoot. Müssen wir gucken, ob wir den mitnehmen. Nummer 2 wird Anton Werdt, ne? Den will ich auf jeden Fall nicht mitnehmen. Und vielleicht bitte Marco. Wieder Adeyemi. Okay, ja. Also im Endeffekt, Malen habe ich halt schon einmal in Rot. Dann nehme ich Adeyemi mit. Ist eine 90er Karte. Aber all in all haben die Rewards nicht richtig gegönnt. Sehr, sehr schade. Aber was will man machen? Absolutes Packluck ist definitiv nicht vorhanden. Außer ich ziehe halt ein Shop-Pack. Aber das ist halt, wir brauchen nicht weiter drüber reden, das ist halt bodenlos, wenn wir mal ehrlich sind. 1083 Plus Picks auf der RTG. Männer, gönnt. Keine Non-Rares sind mehr im Verein, keine Rares gefühlt sind mehr im Verein. Und wir starten richtig stark rein mit dem 83er. Julia Quinn, wir gehen einmal von vorne nach hinten durch. Nummer 2. Bronze, wichtig. Walkout Nummer 1 für die Wette-Chat. Nummer 3. Da sind wir schon bei 4 Walkouts, die angezeigt werden, Chat. Eieieiei. Das ist wild. Sebastian, warum habe ich Hummels nicht mitgenommen? Ich Vollidiot. Der kommt nochmal. Oh, Tots. Wer Tonken? Nummer 5. Sehr gut. Sehr schön. Weiter geht's. Komm. Nochmal Tots. Nummer 6. Let's go. Hä? 83 plus Mix. Anders OP, Chat. Guckt euch das an. Walsh. Übelst stark, Chat, die Picks. Ja, Adeyemi auch noch. Let's go. Einfach 3 Tots schon. Was sind da? Hey, Nummer 4. Ja, was ist denn jetzt los, Chat? Was sind das für 83 plus Picks? Alter, das ist ja geisteskrank. Was waren das gerade für Picks, Chat? Was waren das gerade für Picks? Der EA-Account ist zurück. Alter, der Main ist zwar nicht zurück, aber RTG läuft, Chat. GG. Da sagt man nicht nein. Ist das krank, Alter. Junge, Junge, Junge. Die besten Picks aller Zeit. Ich habe alles gesehen. Das waren halt auch einfach 7 Walkouts. 7 Walkouts und es wurde ja nochmal mehr angezeigt. Also 9 wurden angezeigt. Sané, 89. Fehlt uns so das 88er Team. Sehr, sehr schön. Die Picks haben halt wirklich so gut gegönnt. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Damit haben wir es, Chat.
Sané, 88er Team mit der zweiten uns abgeschlossen und der Mann kommt jetzt bei uns auch in den Verein. Sehr, sehr schön. Ob er bei uns spielen wird, ist die andere Sache. Aber wir gehen weiter Richtung alle großen Tots mitnehmen. Bis auf Chloe Kelly, die werden wir wahrscheinlich einfach nicht schaffen. Ne? Tots Profi Pack, habe ich abgeschlossen. Ne? Gönne ich, ey. Gib mir Marco. Gib mir Marco. Oh, Santos, ne? Ist aber okay, der Pull. Ich weiß bloß gar nicht, ob ich die schon habe. Ich glaube aber nicht. Santos ist sogar echt in Ordnung als Pull. Die fühle ich. 94er Upgrade. Kostet mehr als die SBC, ist in Ordnung. Die ist mega stark, glaube ich. Das glaube ich. 2x85 plus aus den Rocket League Rewards. Come on. Deutschland. ZOM. IV Schlotter. Nein, es ist wieder Anton. Aber gut, es ist halt tradable, Chat. Es ist halt tradable. Ist gut für die IV-Liste, Chat. Wenn ich den mal verkaufen sollte auf die IV-Liste, packe ich den direkt drauf. Perfekt. Machen wir mal ein 2x86 plus Pack und hoffen wir, ja, wieder blau. Es ist unfassbar. Okay, Doppel-Walkout. Es könnte Reus sein, weil es ist der Moment, Chat. Es ist der Moment. Es könnte Reus sein. Sancho nehme ich auch. Bitte, EA. Marco. Nein, es ist wieder irgendeine Frau. Ey, die hat doch keinen Dunst, Chat. Die hat doch keinen Dunst, wirklich. Ja, jetzt geht's, weil wir Borja Iglesias drin haben mit Bundesliga. Palacios schließen wir auch ab. An den sollen wir eh noch den Totti im Verein rumliegen, ne? Und dann kriegt man die nächste größere SPC auch schon wieder fertig. Also ihr seht, es funktioniert dann doch mit dem Craften, obwohl wir... Gut, wir hatten halt super viele angesparte Packs, das war halt schon ganz cool. Aber ja, mal gucken. 7x83, Chat. Komm, blau. Kann nur scheiße werden, Chat. Können wir direkt skippen, das Ding. Kann nur Katastrophe werden, ne? Julia Quinn. Ja, die kann ich auch abstoßen. Nee, das nervt mich. So, letztes 2x86. Come on, ey. Wieder kein Tots. Wieder groß, ey. Das kann doch nicht wahr, Steinern. Ey, come on. Das ist böse. Aber wenigstens mal ein 87er Hype. So, Männer, zum Abschluss des Bundesliga-Tots gehen wir nochmal rein. Wir haben zwei überteuerte Verkäufe, die wir leider Gottes noch nicht nachkaufen können. Gerade Ben Wright und Choboslai, die wir verkauft haben, sind ein bisschen gestiegen. Deswegen warte ich dahingehend ab. Wir werden das Ganze jetzt abschließen, dieses Video, mit unseren Division 1 Rang 1 Rewards. Beziehungsweise, wir werden jetzt gleich nochmal, wir kriegen hier übrigens richtig, richtig schöne Packs. Man braucht nicht drüber reden, nein, das ist schon sexy. Plus wir werden das 725k-Set ziehen. Hier holen wir uns aber erstmal unseren Team of the Season Pick-Up. Da ist natürlich die Hoffnung ganz groß, nochmal was richtig, richtig Cooles zu ziehen. Starten wir mal rein. Ich werde das ohne R3 machen. Abfahrt ist angesagt. Let's fucking go. Und wir werden Schlotti ziehen. Let's go. Super nice. Come on. Den können wir auch direkt in die Emo stecken. Richtig, richtig stark. Hä? Hat sich ja anders gelohnt, die 7 Siege in Rivals zu holen. Das können wir direkt nächste Woche wieder machen. Ich sage euch, wie es ist. Richtig, richtig, richtig super sexy. Let's go. Komm schon. Dann werden wir noch ziehen. Die 4 großen Packs. Den Rest lassen wir dann für die neue Liga übrig. Davor haben wir noch ein 2x78 Plus Pack raus. Da ist leider Gottes nicht großartig was drin. Ein Duplikat namens Chukwuese. Und den Rest craften dann sozusagen fertig für morgen. Denn morgen, beziehungsweise für euch heute, wird natürlich noch was kommen, und zwar das League-All Team of the Season. Starten wir erstmal ganz genüsslich rein mit einem wunderschönen Torhüter aus Manchester City. Ederson mit dem Doppel-Walkout, was schon mal bedeutet, ordentlich Rating haben wir am Start. Mit Lewandowski sowieso, das ist schon mal sehr, sehr schön. Dahinter noch ein Walkout. Ui, leider Gottes nicht. Ja, ich habe gedacht, der Ederson ist noch ein Walkout. Packen wir direkt mal in die Tauschvorgänge. Mit dem Duplikat von Ederson werden wir auf jeden Fall nochmal auf das 7x83 plus Bundesliga-Pack gehen. Ich glaube, das ist das, was wir auf jeden Fall noch abschließen müssen und das, was wir auch noch ziehen müssen. Denn sind wir mal ehrlich, den Rest brauchen wir erstmal nicht. Da gucken wir vielleicht mal auf den Road to Mbappé, Hakimi und Co. Weiter geht's mit dem zweiten. 4x85 plus. Wieder natürlich keine blaue Karte. Also, Bundesliga-Tots, okay, Ter Stegen-Motor ist ganz cool. Bundesliga-Tots hat uns schon ein Stück weit gebrochen, oder? Oder was sagt ihr? Was sagt ihr von 1 bis 10? Wie gut war es? Jetzt ziehen wir auf jeden Fall schon mal jemanden, ne? Das ist Pajor. Nee, jetzt bin ich... Nee, das ist Lever wieder. Im Doppel-Walkout. Let's go mit... Vertonghen. Natürlich, man kennt ihn. Ich habe gerade übelst gehofft, dass es Pajor ist, weil Pajor sieht ja auch richtig, richtig sauber aus. Ist aber auch gar nicht so günstig. Aber beide haben wir schon. Das bedeutet, wir machen direkt mal die nächste SPC. Wir fangen auf jeden Fall den guten alten Silas an. Direkt mal ein 88er Team. Das ist schon happig.
Aber mit den zwei Duplikaten kommen wir natürlich umso günstiger. Viel haben wir leider Gottes auch nicht mehr im Verein. Das letzte Pack muss uns jetzt nochmal gönnen, beziehungsweise das 7x83 Plus Pack, weil das werden wir auch noch ganz entspannt ziehen. Komm schon, 2x87 Plus, Tots again. Ey, die sind so unfassbar selten, das ist nicht mehr normal. De Jong und Ter Stegen wenigstens noch mit am Start. Und somit schließen wir es ab, das letzte Pack, bevor wir dann in das ultimative Shop-Pack gehen. Damit können wir dann natürlich die SBCs abschließen, die noch übrig sind, beziehungsweise können wir die einfach mal geduldig dann als Duplikate rumliegen lassen. Obwohl man sagen muss, so viel Duplikate werde ich nicht haben. Wir haben, glaube ich, bis zum... Ui, Trotz, Schweiz, Torwart, Kobel. Oh, das ist hart, Jungs. Das ist hart, weil den haben wir leider Gottes schon in Rot gezogen. Aber zumindest ist es ein Team of the Season und zumindest ist es gutes Rating. Was ich sagen wollte, ist, dass wir dahingehend halt einfach warten. Wir haben so viel nicht unbedingt mehr im Verein. Aber was wir haben, ist klar. Natürlich, wir brauchen nicht drüber reden. Das 725K-Set. 60-seitige Goldprofis, 84 oder höher. Einer mit 90 plus. Drei garantierte Bundesliga-Tots-Profis. Ich hoffe einfach auf den Marco Reus. Kommt schon. In der letzten Woche zum Premier League Team of the Season haben wir dahin Pfoten gezogen. Jetzt sehen wir Kobel im Doppel-Walkout. Das ist natürlich logisch. 94er können wir easy abgeben und dahinter wird noch Schüller kommen mit einem 95er Rating. Das ist hart. Alles drüber kann halt eh nicht mehr drin sein. Vielleicht gibt es dahinter noch was. Komm schon, EA. Vielleicht irgendwas anderes cooles wie ein Fred. Boniface haben wir noch. Pavlovic, Davis, Adeyemi und 10 Duplikate. Malen ist auch noch mit am Start. Also ihr seht, trotzmäßig war das gar nicht so bad, das Pack. Aber schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem ganzen Pack haltet. Das wären dann zumindest erstmal 6 Stück, die wir nach oben gehen. Heißt, wir stehen bei 73 und insgesamt 15 Moments. Ja gut, was soll ich sagen? Jungs, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, das ist ja gerne ein kostenloses Abonnement. Ich bin auf jeden Fall raus, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Von 1 bis 10 bewertet unsere Woche zum Bundesliga-Team of the Season. Ich bin damit raus, macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Kuss, kuss.